Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ja, Fail von Minecraft Forge Programmieren. Und zwar machen wir heute unser Grundgerüst. Und ja, wie ihr seht, sind jetzt hier noch ein paar mehr. Ich habe das Ganze noch mal kurz durchlaufen lassen und dann ist es gegangen. Ja, erstmal machen wir hier ein neues Package rein, und zwar hier auf Source Main Source/Main/Java. Rechtsklick New Package. Jetzt Java Packages. Beschriftet man eigentlich mit Landesbezeichnung oder Webseiten halt, also ch.minecraft immer, obwohl ich die Webseite nicht habe, aber ich mache mir glaube mal irgendwann eine dort, und da könnt ihr eigentlich schreiben, was ihr wollt. Ich nehme da dort Tutorial Mod Finish, dann da eine neue Klasse rein und die nenne ich jetzt einfach mal Main Class, damit ihr auch wissen, dass das die Main Klasse ist, weil das ist wirklich wichtig dann. Eben jetzt habe ich eine Slash, also eine .java-Datei erstellt, und ja, als erstes mal machen wir hier einen Constructor rein, und zwar, also ich glaube, das heißt so, ja, wird wohl public main class, zwei Klammern dahinter, geschweifte Klammer, Enter, und dann so, ich mache immer kurz dazwischen abspeichern, und ja, so, jetzt fangen wir mal hier richtig an hier. Und zwar zuerst mal in deiner Annotation mit add angeführt, und zwar add mod. M groß geschrieben, R ist klein. Und hier definieren wir mal unsere ersten paar Sachen. Und zwar die Mod-ID soll gleich wie Main Class dot Mod-ID sein. Dann ein Komma, Abstand. Dann der Name soll sein, also Name, Abstand gleich, Abstand, Main Class, dot Name, auch wieder groß geschrieben, dann wieder ein Komma, Abstand, die Version soll sein, Main Class, dot Version, schreibe ich auch mal groß, so. Dahinter kein Semikolon, weil ja, dann add mod müssen wir importieren. Einfach drüber fahren und dann import mod. Genau. Dann importet das, und dann haben wir hier noch drei Errors, und diese drei Variablen werden wir jetzt erstellen. Und zwar werden das public, static, final, also sie sind public, also von überall zugreifbar, final nicht veränderbar, static, ich glaube alle können sie anschauen, ich weiß nicht. Also, und was sind das alles? Strings. Fangen wir wie oben mit der Mod-ID an. Die ist gleich Tutorial Mod in Anführungszeichen und dann ein Semikolon dahinter. Dann nochmal public oh Mann. Static final, ja, Fian, ne? Final wieder ein String, und name ist equal to, also ist gleich Tutorial Mod, dem Kolon dahinter. Dann nochmal public static final string, und jetzt fehlen uns nur noch die Version. Genau, und die ist gleich, sagen wir, 1.0. Kurz abspeichern, haben wir auch keine Fehler mehr. Dann fürs Grundgerüst brauchen wir noch unsere Proxys, die werden wir später brauchen, wenn wir mal eigene Pfeile oder eigene Mobs und so machen. Und zwar kommen die in die Main Class, aber nicht in den Konstruktor rein. Und zwar ist es add-sided Proxy, also eine Annotation. Hinter Annotations kommen normalerweise auch nie Semikolons. Also add-sided Proxy, und dann hier Client, und dann das S von Zeit groß geschrieben. Ist gleich, jetzt müssen wir das deklarieren, wo das drin ist, und zwar ist es bei mir ch.minecraft.immob dot tutorial mod, also einfach genau das, was wir hier stehen, und dann dot client proxy c und das p groß. Dann müssen wir aus den Anführungszeichen raus, ein Komma. Und dann hier Server Side, das S von Side groß.
ist gleich dann wieder in Anführungszeichen ch dot Minecrafter imob dot tutorial mod dot common proxy. Common heißt sozusagen alles, also von dort wird auch die kleinen Proxy und so gesteuert und jetzt müssen wir noch add side proxy importieren. Hier import side proxy und dann ja haben wir auch keine Fehler mehr hier. Hier müssen wir dann noch eine Variable erstellen. Also hier oben werden wir auch alle Variablen erstellen. Ich hoffe, dass das kein fataler Fehler ist. Public static common proxy und einfach proxy. So, das fertig machen und dann haben wir hier common proxy. Diese Klasse müssen wir erstellen und zwar schreibe ich die lieber so. Dann machen wir auf create class finish und dann, wo wir schon dabei sind, machen wir hier auch gleich noch mal new class, also rechtsklick hier drauf auf das Package und also auf das Package der halt Minecraft hier unter Tutorial Mod. Und die nennen wir jetzt logischerweise Client Proxy. Das auch finishen. Dann haben wir hier, ich fange mal mit der Client Proxy an. Die müssen wir hier hinterschreiben, Extends Common Proxy. Und damit da auch nicht irgendeine Common Proxy nimmt, sondern genau unsere, importieren wir diese Proxy nochmal. Und zwar import ch dot und dann kommen hier ein paar Auswahlvorschläge. Ich mache mal hier und das Sternchen ersetze ich durch Common Proxy. So. In die Client Proxy muss sonst. Genau, da müssen wir noch was reinschreiben und zwar ist das hier Public Static Void. Also, diese war, also, das werden wir später noch brauchen und zwar nennt es einfach Render Stuff. Klammer auf, Klammer zu, dann geschweifte Klammer und dann haben wir das und das Ganze müssen wir hier drüben natürlich auch machen. Einfach hier kein Extend, sondern einfach hier muss nur das Public Static Void und hier auch Render Stuff. So, alles abspeichern, machen wir mit Control Shift S. Wir alle Klassen gespeichert. Und ja, jetzt sind wir bei 8 Minuten. Ich glaube, wir haben sogar schon alles. Ja, wir haben alles. Wenn das für euch zu schnell ging, dann haltet das Video an. Ihr könnt es auch runterladen von mir aus. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt eine positive Bewertung. Das nächste Mal werden wir den Blog machen. Und diese Folge müsst ihr dann samstags kommen. Weil diese Folge müsste jetzt Donnerstag kommen. Die erste müsste Dienstag gekommen sein. Heute ist Sonntag, wo ich das Ganze aufnehme, aber lassen wir das mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach unten, wenn nicht. Verbesserungsvorschläge wie immer in die Kommentare. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr ein bisschen Werbung für meinen Kanal macht, weil, ja, ich hätte gerne noch ein paar Abos mehr, wenn das gehen würde. Und ich hoffe, mit den Modding-Tutorials bekomme ich das auch ein bisschen hin. Also, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen guten Tag. Bis zum nächsten Video bei mir. Dann haut rein und tschüss.